wanna feel alive, feel the blood inside my veins. I wanna slow the time, will you slow it down with me? I think I need to find what it means to be okay. It's broken by design, can't live life without some pain, yeah. And I know I'll keep running, no, I'll be something you won't see me coming. I grow, I keep punching, I grow, I keep hunting. No, I need nothing, supposed to be something so close to me, jumping out. In the worst kind of way, you took all of my time and didn't give it back to me. Wasn't enough, and I don't know what to say. You wanna fall in love, but don't wanna feel the pain. And I'm so low, cause I don't know if I'm alone. Boah, immer den Keller, den musst du holen, Alter. Der fliegt da rum im Tor, ne? Boah, das hab ich noch nie gesehen, doch. I'm unknown, but I won't go. No, I won't go. You ain't never gonna slow me down, cause I feel alive now. I'm gonna go insane. Always on the grind, but still everything's the same. I'm sick of wasting time, wish I didn't feel this way. But with this kind of mind, I will figure out my lane, yeah. It's the highs and the lows, the change and the woes. All the fame on the coast and the pain, no one knows. I want the time just to slow, my mind's feeling low. Say I'm fine, but I know that I might be alone, though. Worst kind of way, you took all of my time and didn't give it back to me. Wasn't enough, and I don't know what to say. You wanna fall in love, but don't wanna feel the pain. And I'm so low, cause I don't know if I'm alone, if I'm unknown. But I won't go, no I won't go. You ain't never gonna slow me down, cause I feel alive now. Hello again, meine Freunde. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Keller, erstes Trainingslager in Mittersier-Rühnchen. Mit Fußball-Challenge, dies, das. Aber meine Freunde, wir haben die Möglichkeit bekommen. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall an Schalker Leben und den guten Nassim Boujelab, meine Freunde. Merkt euch diesen Namen. What is setting hier, ey? Wir haben jetzt Glück. In 3 Jahren werden wir wahrscheinlich mal an den rankommen. Da ist El Kommandante hier am Start, Freunde. Ja. Checkt den jungen Mann auf jeden Fall auf Instagram ab. Alles Mögliche. Wir machen eine Freistoß-Challenge. Ihr wisst ja, der Papa hat eine Torwart-Vergangenheit. Mal sehen, was davon noch übrig geblieben ist. Überragender Freistoßspezialist hier am Start. Wir kennen ihn alle, seine glorreiche Fußball-Challenge. Ich bin da heute! Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer geeignet. Leo, Leo! Nicht, nicht! Oh. Ja, das ein oder andere Mal sehr überzeugt oder auch nicht, wenn wir Broski ebenfalls die Challenge aufgenommen hat. Crossbar, Freunde, kennt ihr? Erster Link in der Beschreibung. Sehr, sehr gerne abchecken. Schalker Leben, Instagram unten drin in der Videobeschreibung. Ja, und ich würde sagen, gehen wir rein. 5 Stück links, 5 Stück Mitte, 5 Stück von rechts. Und nicht gerade wie im Training so, Luri, ne? Zieh richtig durch, ne? Ja, man schon. Kein Problem, Trainer. Richtig Gas geben, ne? Dann könnte es gut sein, ne? Was, mach ruhig. Mach mal außer die jetzt, mach langsam. Ich muss gut aussehen. Mach außer jetzt. Darauf bauen, dass wir auch nicht sind. Ihr zockt gegeneinander, ne? Ja, ja. Der Gewinner muss dem anderen Streaming einrichten. Sieht man auch nicht allen Tagen. Oh, ganz geil! Ah! Trainer, da. Bin juckt. But I just gotta know one thing. Are you ready? No! I said, are you ready? Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Alter, deine Nase ist dick für Bier. Nein. Hallo Tempo. Allein, ja, hast du ein Tempo? Warte mal ganz kurz, Alter. Kannst du mal, lass mal kurz nochmal. Oder die ist saftig gebrochen. Die ist so saftig gebrochen, die ist 100% ins Krankenhaus. Hello, ihr geht zum zweiten Mal. Wir sind auf ein Business-Dings. Ihr wisst Bescheid. Wir werden hier mit der Limousine, wo die abgeholt. Jetzt in den Krankenhaus fahren. Ja? Alles cool, Freunde. Ich blute für den Verein. Ja? Jetzt hab ich, aber ich bin treu. Andere verkaufen Playstation für den Verein, um Tickets zu holen. Hier. Ich brech mir die Nase für den Verein. Zeig mir mal, der das macht. Ja? Wir sind jetzt auf welches Krankenhaus, Freunde. Ihr seht, ich bin immer noch guter Laune. Ja? Meine ganze Nase ist vollgestopft mit irgendwelchen Dingern. Also die ist eigentlich nicht so dick, Freunde. Ja, ihr kennt das. Eventuell mal gucken, haben wir jetzt eine steile Karriere als Beauty-Channel. Ja, man muss spontan sein, Freunde, ihr kennt's. Ne, wir sind jetzt auf dem Weg, wir kommen jeden Moment hier an, da muss ich mal schauen, ob die gerichtet werden muss oder so. Die ist oberhalb gebrochen, das wusste man schon. Aber in dem Krankenhaus gab es keine HNO-Abteilung. Da müssen wir jetzt hin. Mal schauen, was geht. Schmerzen gehen gerade so ein bisschen. Es nervt dann einfach nur, dass die komplett vollgestopft ist. Oben ist ein Cut, keine Ahnung, ob das genäht werden muss. Ist egal, ich bin halt ein krasser Typ. Wir sehen uns danach wieder, mal gucken, wie ich dann aussehe. Ja? Vielleicht auch Stunt-Double für, keine Ahnung, Mr. Kartoffel oder so. Müssen wir mal schauen, was da so geht am Ende. Ne? Also bis später. Tschüss. Und gib mal hier einen Daumen nach oben, ja? Für die Nase. Ja, die freut sich. Haut rein. Tschüss. Ich muss sowas echt nicht angucken, ne? Das ist richtig ekelhaft. Da direkt am Anfang, ne? Ja, zu geil. Oh. Alter, wie laut war das? Wie schief die ist. Du bist schief, Ollum, Alter. Was will er denn? Wie schief die schon direkt ist. So das Nasenbein, das war alles so. Ja, sie macht eine Rolle da. Was? Sie macht ja da eine Rolle. Oder ich dachte, das sollte cool aussehen. Das Ding ist, der hat doch noch gesagt, der merkt nichts. Ne? Ja, ja, er meinte die ganze Zeit am Anfang so, gib mal ein Tempo, alles gut. Gib mal ein Tempo, wir können gleich weiterdrehen, ich brauche nur ein Tempo. Ich hab, hast du das gesehen? Ich hab das gar nicht gesehen. Ich hab gerade zu dir geguckt und uns, glaube ich, unterhalten oder so. Fußball-Challenge, endet im Krankenhaus. Ja. Ja. Tatsächlich. Ich glaube, das ist auch der Nase. Der ist auch der Nase. Nehmen wir mal drüber. Ja, unsere erste Fußball-Challenge mit Profis. Ja, oder Rangelo, wie fandet ihr? 2 Minuten Content. Alles wegen Nassim, würde ich sagen. Hoffentlich kannst du nicht schlafen. Ein bisschen Kletter wie schon, muss man schon sagen. Ein bisschen? Nicht nur ein bisschen. Man bringt wenigstens Klicks, muss auch noch sein. 100%ig. Verkauf mal eine Playstation. Was für eine Playstation verkaufe, um ein Ticket zu holen. Verstehst du? Das mache ich gerne. Ich bin treu. Hello again, ich melde mich hier auch nochmal frisch in dem Video. Ich habe gesehen, ist kein 10 Minuten, wir sind knapp davor, also quatsch ich ein bisschen. Wird, glaube ich, eh nicht monetarisiert, das Video, von daher kann das eh egal sein. Ne, ich wollte euch nur ein paar Informationen geben, Freunde, ich bin wieder zu Hause, mir geht's den Umständen entsprechend gut. Ihr seht, ich habe hier an den Augen, das ist noch alles so gelblich und so überstrapaziert. Das Cut an der Nase habe ich immer noch. Die Nase ist nicht mehr die geradeste. Schön, man kann nichts entstellen, was soll ich euch da erzählen? Das Ganze wird, denke ich, jetzt noch 2-3 Wochen brauchen, oder um sich wieder einzupendeln. Ja, ich werde diese Woche definitiv Content bringen, normalen. Da muss ich halt schauen, wie das Ganze aussehen wird. Da werde ich nicht groß rumschreien können. Da muss ich ein bisschen um euer Verständnis bieten. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Vielen, vielen Dank an Schalker Leben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Für die Möglichkeit, im Trainingslager mal mit dabei zu sein. Auch wenn es für uns ein bisschen kurz war jetzt am Ende. Ja, Mai. Ja, sind wir selber schuld. Ich habe mich nicht warm gemacht. Das war der Fehler. Ich habe mich nicht warm gemacht. Dann hältst du 2, 3 oder 1, 2 Bälle. Nicht so verkehrt. Und dann wirst du übermütig und gehst zu einem Ball hin, wo du nicht hingehen musst, ja, und dann passiert sowas. Was soll ich sagen? Dumm gelaufen, Freunde, passt ein bisschen besser auf, macht euch immer warm, Freunde, ja. An dieser Stelle Grüße gehen raus an Suat und auch besonders nochmal an Nassim. Gute Besserung. Ich weiß, stand jetzt nicht, was mit ihm ist. Er hat sich im letzten Vorbereitungsspiel verletzt. Ich hoffe, da ist nicht so das Krasse jetzt am Start und er ist schnell wieder da. Er hat gut aufgespielt im Trainingslager, möchte ich mal sagen. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch eine Menge, keine Ahnung, Alter, eine Menge verletzungsfreie Zeit für euch, eure Familie. Ja, checkt die Videobeschreibung ab. Vielen Dank an Schalker Leben. Checkt da die ganzen Links ab. Ich bin raus mit den letzten Worten hier von dem Video hier. Ja. Tschüss. Alter, das hat sich angehört wie eine Birne, die man auf die Straße. Aber ging war einfach nur so Dings für den Moment. Das also tut nicht weh oder so? Ich kenne mich mit sowas nicht aus, aber einfach jemand muss die einmal wieder einrenken. Bruder, deine Nase ist eine Autobahn in Italien. Die geht einmal. Ja? Ja. Ich merke gar nichts, also wirklich nicht. Ja, weil du Adrenalin hast gerade. Das ist kein Adrenalin. Alter, ich habe das gar nicht gesehen. Hast du mal gesehen, die Nase? Hast du nicht gesagt, wer sich bei einer Challenge verletzt hat, seine Karriere beendet? Ja, habe ich ja. Meine Karriere ist ja beendet. Jetzt weißt du warum. Willst du die reinmachen oder willst du so abputzen? Ja, ich will meine Handschuhe einmal ausziehen. Ich moderiere mal für Steini ab, das war seine Challenge. Ist halt werbefreundlich. Kommen wir noch auf 10 Minuten? Ich weiß nicht, ob das werbefreundlich ist. Du musst deine neue Nase finanzieren, wir brauchen 10 Minuten. Ja. Also Steini streckt das auf 10 Minuten, okay? Ich hab Slow-Mo gedreht. Kann ich einfach Slow-Mo bei der Nase einblenden? So ja. Lustige Musik drunter blenden? Das wäre doch gut, oder nicht? Warte. Hype. Nein, im Prinzip, wir waren beim Kampf von Ivana Holyfield, das waren nur Scherze. Daumen nach oben, check das Video ab da. Halb. Ist das richtig? Ja.